Leute, herzlich willkommen bei Silberfeld Games & More. Ich bin der Flo und wir spielen heute wieder eine Runde Steep. Ja, wir spielen aber nicht alleine, sondern wieder mit dem Pico von PicoFlyTV zusammen. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, ich möchte euch mal danken für den coolen Support in der letzten Folge. Mega cool. Freue ich mich und ja, ich würde sagen, wir gucken mal, wo der Pico ist. Bis gleich. Ja. Jetzt liegt's. Da sind wir wieder. Try again! Versuch Nummer. Das fünfte Mal. XXX, keine Ahnung. Ja, fünfte Mal. Pico fährt schon los. Wir sind wieder im Dorf in Alaska, wo wir letzte Folge auch mal waren. Aber diesmal müssen wir hier keine Zeit absolvieren, sondern Punkte schaffen. Und das ist extrem schwer. Weil A, hier Ölfässer stehen, die mich persönlich mega aufregen. Und wir einfach viel zu langsam sind an so vielen Stellen. Und 6900 Punkte ist auch extrem viel. Jawohl, da kann ich Flo nur recht geben. Aber wir versuchen es trotzdem mit ganz, ganz viel Humor, müssen wir das jetzt nehmen, weil die Ortschaft ist schon ziemlich cool, die ganze Mission ist cool. Wir haben uns auch schon überlegt, das Ganze zu lassen, diese Mission. Aber irgendwie wollen wir die nicht vorenthalten, weil sie ist so cool. Weil es ist eine Mission, die... Oh, das Stoppschild. Oh mein Gott. Entschuldigung, da musste ich mal dazwischen quatschen. Ist den Stoppschild gefahren. Jawohl. Klasse. Das hätte ich wohl gleich sein lassen sollen. Ja, die Mission ist wirklich cool, das stimmt. Macht echt Spaß, aber es ist halt langsam so... Kommt die Verzweiflung hoch, nicht? Ja, und dann sowas. Ein Sprung und alle anderen verpasste. Ja, 4200 mal 3, das wäre es jetzt gewesen. Und dann? Für den Rekord. Ich beginne nochmal. Pico ist immer sehr nah dran. Ja. Ja, immer nah dran, aber das reicht nicht. Wir sind auch lange nicht allein hier. Die Strecke ist recht voll. Und wenn dann Leute nicht rechts vor links können hier, dann passiert es an der Kreuzung. Knappen Unfall, nicht wahr, Pico? Das ist so. Bin auch schon Flo vor die Fresse gefahren. Weil er einfach nicht wusste, wer jetzt Vorfahrt hat. Alter vor Schönheit. Ah, okay, dann müsste ich ja immer Vorfahrt haben. Ja. So, aber das ist eindeutig zu wenig an der Stelle hier. Diesmal sind wir gut durchgekommen, aber 1300 Punkte. Drei Multiplikator haben wir. 2300. Jetzt geht's ums Money. Oh, da war das Haus noch nicht zu Ende. Und wieder der Tannenbaum. Wenn wir es schaffen, dann jetzt. Könnte mein Gold Rush werden. Es liegt in der Luft, dass wir es schaffen. Also einer von uns zumindest. Ich bin schon mal raus hier mit 4000 Punkte. Wow. 6200, das könnte reichen. Die Spannung liegt in der Luft, sie greifen ab. Da vorne ist auch gleich das Ziel. Wir müssen irgendwo noch einen Sprung hinbekommen, der ein bisschen mehr ist als Glück. 7200, jetzt das Ziel nicht verpassen und ich kann mich vorschlagen lassen. 7400 und Goldmedaille, jawohl. Das gibt es nicht. Muss ich dir mal was sagen, das dass ich kurz vorm Aufgeben war mit meinen 1300 und habe trotzdem noch 6-4 geschafft, was mein persönlicher Bestwert ist. Ja, dann Applaus auch für Flo. Pico hat es geschafft, ja, herzlichen Glückwunsch. Ah, das Flo macht das Unmögliche möglich. Klasse Sprung jetzt da vom gar nichts. Ja, das kann ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also ich muss sagen, ich war an der Kurve mit 1300 Punkten und einem Multiplikator von 2 echt schlecht dran, aber ich habe trotzdem 6-4 noch geschafft, also... Klasse, ja, mach doch nochmal, ich fahre dir einfach mal nach. Mal sehen, ob ich die Strecke nochmal finde. Das war sehr überraschend, da hat mich das angespornt, dass du gesagt hast, du schaffst es. Ja. Und da musste ich halt einfach, ja, das war schon mal nix jetzt, aber wir fahren nochmal die Strecke. Wir warten auf das Flo da oben spawnt, dann können wir gut fahren.
Und da ist er. Okay, get ready. Ich bin da schnell, ich muss ein bisschen abwechseln. Boom! So, das war auch wieder nichts. Einfach an ihm dran zu bleiben. Ja, nicht mal das schaffen wir. Ohne einen Sprung fahren wir uns selbst noch in den Graben. Aber er muss ja noch irgendwelche Moves machen. Da oben. Oh. Ja, jetzt hänge ich ja wieder auf dem Balkon fest. Oh doch, vielleicht komme ich nochmal raus. Ja, den Balkon kenne ich sehr gut. Das regt mich auf. Und dann fährt sie falsche Richtung. Ah, das ist so dumm. Also an manchen Stellen ist schon echt ein bisschen buggy und dumm gemacht, finde ich. Schaffst du's? Ne, ich musste nochmal aufhören, weil ich hing auf dem Balkon. Ich bin hoch nochmal. Ja, ich bin gerade schon wieder auf dem Weg. Das wird schon mal besser jetzt. Letztes Mal hatten wir einen roten Schirm. Juhu! Bist du mit dem Schirm unterwegs oder was? Ja, sobald du startest, starte ich hier jetzt. Oh, mit jetzt. Schirm. Da packt sie sich, ey, da war doch gar nichts. Ach, Flo ist ärgert. Ja. Voll verärgert. Hier 100 Punkte. Für was denn? Starten wäre eine Kunst mit dem Schild. Oh, das hätte so gut sein können. Da fliegt Pico. Wir werden mal gucken, ob wir ihn schnell überholen können. Nein, da muss er schon wieder abfahren. Ja, wir schaffen es ihn jetzt. Begleiten wir Flo von oben auf seine Bahn. Wenn ihr euch fragt, wieso Pico immer mit dem Schirm unterwegs ist, das liegt einfach daran, weil es selbst gleich schon geflogen ist. Und es ist einfach so feier. Ja. Wow, von lauter auf Flo schauen bin ich mit den Gebäuden. Ich hänge wieder an derselben Stelle fest, ey. Ein schöner Gleitschirm hast du. Danke. Wenn du nicht liegen kannst, dann musst du wenigstens immer schön aussehen. Genau. Okay. Wir begleiten jetzt Flo auf seinen Goldrush. Einmal von oben nach unten. Oh, also ich bin echt am Verzweifeln. So, ich versuch's jetzt noch genau dreimal. Und dann gebe ich hier auf. Oh, da war wieder knapp das Stoppschild. Flo noch zu überreden, dass er mit uns mal in die Schweiz fährt. Also was heißt mit uns in die Schweiz fährt? Wir kommen ja aus der Schweiz. Aber mit mir und Paddy mal Skifahren kommt. Ja, Beine brechen. Ihr müsst wissen, dass Flo ja absolut aus einem Flachland kommt und noch nie auf Skiern gestanden hat. Ich glaube, das letzte Mal Schlittschuh bin ich gefahren, weiß ich nicht, da war ich noch drei Käse hoch. Jetzt crashen wir diesen Berg. Oh, das war ja cool. Das wird eine absolute Hammer-Session. Ja, jetzt haben wir Flo ein bisschen geflohen. Ich bin hier mitten in der Gebäudehäuserschlucht. Fahr wieder eine völlig andere Strecke, als ich eigentlich wollte. Aber wer weiß, für was es gut ist. Baum. Woo. Geil. Krasse Sache. Steh den! Oh, verdammte Axt! So, ich habe gesagt dreimal. Jetzt haben wir versucht Nummer zwei. Das war auch wieder eine gute Runde eigentlich, muss ich sagen. Aber dann will man eben auch irgendwann zu viel. So. Sehr schön. Wir fahren jetzt gleich hier rum. Das geht wesentlich schneller. Ich warte hier, bis Flo um die Ecke kommt. Würde gerne mal was ausprobieren. Ich sehe, wir sind definitiv nicht die Einzigen, die ich suchen würde. Nee. Ah, das gibt ein Rush. Flo ist wieder viel zu langsam hier.
Aber jetzt. Könnte es was werden? Keine Nein, und wieder gegen die Wand gefahren, ey. Das regt mich schon auf. Keine Wand. Keine Chance. Ja, das wird nichts. Also bleib da. So, aber Flo ist bald unten. Und da wollen wir ihn doch ein Ziel besuchen. Das wird nichts, wir haben immer noch keinen Multiplikator mal 4. Kannst du voll vergessen. So, ja, und jetzt letzte Runde. Ich bin am Start, wenn du noch mal gucken willst. Letzter okay, Versuch und dann wird's auf. Eigentlich gar nicht. Tageszeit, wenn ich gar nicht weiter. Okay, es geht gar nicht um die Zuschauer, schade. Geht nicht? Nee. Zeit. Haben wir schon Punkte, alles klar. Danke. Das war ein klasse Sprung. Dafür gibt es nur 89 Punkte, er ist so traurig. Manchmal versteht man es nicht. Ich habe das Gefühl, das wird eine absolute Hammer-Session. Ja. Oh, wieder gepackt. Okay. Ich geb's auf. Pico hat's geschafft. Vielleicht schaffe ich's auch mal noch. Dann zeige ich euch irgendwann mal. Aber so macht es keinen Spaß. Wo ist der Pico jetzt hin? Ja, ich bin bei einem Red Bull Event. Ach, der ist schon wieder ganz woanders. Wir warten noch, bis Flo und seine Dame ankommen. Der Flo und die... diese Welt noch. Ich bin schon wieder nicht mehr in deiner Gruppe drin. Warum? Dann laden wir Flo noch mal kurz ein. Mach das mal. Da war ein Baum. Ist da ein Sch. So, das müsste es gewesen sein. Jawohl. Pico fliegt da rum, müssen wir noch kurz warten, bis er wieder oben ist. Weiß nicht, wie hoch ist denn das? Ja, das schaffen wir. Ich glaube, wir holen uns noch schnell Gold. Pico holt sich noch schnell Gold. Ich flippe aus, ne? Kann. Ah, Silber haben wir uns geholt. Ganz knapp. Kannst beitreten. Warte. Ich stehe schon ein Stück weiter runter. 1000 Punkte bräuchten wir noch. So. Aber das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch in diesem Let's Play, auch wenn das Let's Play 4 Stunden dauert. Was müssen wir denn machen? 3600 Punkte für Bronze? Okay, auf geht's. Eieiei, das sind ja mega Sprünge. Das ist schon eh in der Mainz. Geil! Jetzt crashen wir diesen Berg! Yeehaw. Richtig cool. Ich sehe mal gar nicht den Boden. Oh, Felswand, Felswand! Ja, nein! Jawoll! Ich hatte wir schon mal 5000. Wie viel? 7000. Wir hätten 11000 gehabt, aber der letzte Sprung hat nicht gezählt. Der zählt nie, wenn du ins Ziel springst, ja. Dämlicherweise, ja. Ich bin zwar halb gefahren, aber irgendwie zählt er trotzdem nicht. Coole Sache, ey. Ja, das ist doch mal eine Strecke hier. Mit Geschwindigkeit springen macht doch viel mehr Spaß als langsam, ne? Das ist so. Schmack es und dann geht's. So. Jetzt hat es nicht geschafft, das war klar. Da war das Adrenalin zu hoch.
So, aber jetzt. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, das wird eine. Jawohl, 10.000, da haben wir es verrückt geschafft. Der Pico ist verrückt. Aber das ist der immer hat einfach so. Auch mal ein bisschen Glück. Ja. Sehr schön. Ich habe jetzt schon beim ersten Sprung mal 5. Ich muss eigentlich nur noch runterfahren. Ah, klasse. Das ist richtig geil. Holen wir dich ab unten. Warte, ich komme gleich. Ja. Oh, den steht sie jetzt nicht bestimmt. Da höre ich rechtzeitig auf. Ja, sie erholt sich sehr schön. Sie schafft das. Oh, 6.000 Punkte. Ach, und wieder das Adrenalin zu hoch. Verdammte Axt. Aber das willst du machen. Kannst keinen Sprung auslassen. Ist auch blöd, ne? Ich wollte den falschen Ziel und bin direkt ins Ziel gestürzt. Ins Ziel gestürzt? Ja. Oh, das war knapp. Ja, wir geben jetzt nur noch eine Möglichkeit. So, wieder mal 5. Geil. Und dann packt sie sich wieder hin, ey. Eine Möglichkeit, hat er gesagt. Die gibt's jetzt. Und dann ist Schluss für heute. Jawohl, dann ist Ende Gelände. Mach dir noch ein paar Schneemänner. Sehr schön. Oh, das ist nur mal 1, ne? Also verstehe ich auch nicht. Unberührter Tiefschnee in Massen. So, wieder Adrenalinschub. Aber das holen wir auf bis raus. Bis mal ankommen. Wir fallen noch Flo an. Jawohl. Aber wieder jetzt. Da stehe ich wieder nicht. Wirst du sehen. Nein. Und dann komme ich da voll gegen die Felswand. Ach, nee. Keine Chance, ey. Aber was willst du machen? So ist das. Kommst du hoch? Kommst du runter? Nee. Mach noch eine. Wir sind im Zuschauermodus. Wir unterstützen dich alle tatkräftig. Hey, hey, hey. Feuert mich an. Und Flo. Red Bull und Flo, jetzt das ist geht's keine ums Liebe. Geld. Jawohl. Komm schon, dann machst du noch diese aber jetzt eine allerletzter. Möglichkeit. Eine letzte allerletzte. Chance. Und stopp. Gut. Ja, jetzt hat er den Run, den er möchte. Oh, wieder Zeit, Adrenalin pur. Alter, ja, Schwede, ey. Bleib cool, bleib cool. Das wird was. Oh, jetzt den lasse ich jetzt aus, sonst stehe ich ihn wieder nicht. Jetzt. Nein, was machst du fährt da? Sich im Fall. Ich konnte nicht steuern. Die war so unter Adrenalin, ey. Und das schon bei 5.000 Punkte. Aber wenn du so unter Spannung stehst, hast du auch keine Chance. Okay, was ja, willst du machen? Alle schauen dir zu. So ist das. Alle schauen dir zu. Ja, Flo ist da auf der anderen Seite. Da lassen wir ihn auch gemütlich die Rehe spazieren. Ja. Wer es nicht im Kopf hat, der hat es in den Beinen, sagt man so schön. Sehr und schön. Mit diesem Sonnenuntergang begrüßen wir euch schon auf die nächste Mission. Nein, Spaß. Sagen wir ciao. Ja, ja. Da gab es fetten Applaus für eine coole Stunt-Einlage. Ja. Ja, Leute, das war doch mega cool, hat Spaß gemacht. Danke fürs Zusehen und ja, lasst uns doch ein Like da, mir und Pico, jeder auf seinem Channel, wie auch immer. Und dann schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Steep und bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.